heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche gibt es nur eine kurze Folge aus unserem Bestand. Leider hielten sich die Informationen zu diesem Objekt ebenso bedeckt, aber dazu gleich mehr von mir in den nächsten Minuten. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann schaut doch nach diesem Video gerne mal auf unseren Kanal. Dort gibt es so einige Lost Places zu entdecken. Abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit, denn jede Woche Mittwoch wartet auf euch eine neue Folge zu diesem Thema. Aber nun geht es erst rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch eine verlassene Virologenvilla. Eines vorweg, bevor wir tiefer in diese Folge hineingehen. In der letzten Zeit waren die verlassenen Orte mit ihren Informationen recht ergiebig zu uns, über manche hätte man sogar Bücher oder eine Doku-Reihe drehen können, wie zum Beispiel auch bei den Krause-Werken, die ich euch jetzt hier oben rechts verlinke. Aber einige von euch, die unseren Kanal schon länger verfolgen, die kennen auch die andere Seite der Medaille. Das war vor allem häufig so in den ersten Videos, die wir hier online gestellt haben. Soll also heißen, dass es auch über diesen Ort und über viele weitere einfach nichts in Erfahrung zu bringen gibt. Egal wo man auch schaut, man findet einfach gar nichts. So war es leider auch hier. Sollte also jemand von euch Informationen zu diesem Ort haben oder er kann uns irgendwas darüber sagen, dann schreibt uns doch gerne auf Facebook. Die Links findet ihr wie immer in der Infobox. Das Gebäude tauchte also weder auf Denkmalschutzlisten und in diversen Registern auf, noch findet man den einst hier praktizierenden Arzt irgendwo wieder. Da wir mehrere einst angebrachte Arztschilder dort im Haus vorfanden und die Räumlichkeiten auch die Verwendung als Praxis so vorstellbar machte, gehen wir von einer Arztvilla bzw. von einer Villa mit Arztpraxis im ersten Obergeschoss aus. Leider gab es keine Klingeln mehr, an denen man etwas hätte ableiten können. Aber der Zustand des gesamten Hauses lässt uns vermuten, dass in den 90er Jahren hier nicht nur Schluss mit der Praxis, sondern wohl auch mit den einstigen Bewohnern war, insofern es welche gab. Vielleicht wohnte aber auch, so wie es früher häufiger vorkam, der Arzt mit im Haus, aber das ist nur reine Spekulation. Das Gebäude selbst war ein reiner Zufallsfund. Wir parkten in der Zufahrt zum Haus, obwohl wir in eine andere, deutlich größere Anlage wollten, die ich euch jetzt ebenfalls hier oben rechts verlinken werde. Im Nachhinein quälten wir uns dann durch dichtes Gestrüpp und Brombeeren, aber am Ende sollte es sich lohnen. Interessanterweise gab es keinen Vandalismus oder sonstige Beschmierung und mutwillige Zerstörung. Vorn am Gebäude hing ein Verkaufsschild oder Banner inklusive Rufnummer, im Netz tauchte hingegen aber weder Grundstück noch das Gebäude selbst auf. Ansonsten war alles so gut wie besenrein und leergefegt, Badezimmer waren intakt, aber in die Jahre gekommen, selbst die Kellerräume waren komplett leergefegt, in der Theorie wie frisch verlassen, auch wenn vermutlich schon einige viele Jahre nach der letzten Nutzung vergangen sind. Es war also insgesamt ein recht interessanter Ort, vor allem weil alles wirklich so steril leer war, überall lag nur Staub umher und es gab keinen Müll oder Unrat, was sicherlich auch etwas merkwürdig war, wenn man das nur so vermüllt kennt. Ansonsten gab es leider nicht viel zu sehen im Objekt, keine Bilder, keine Möbel oder sonstiges, aber so war es auch mal eine ganz interessante Erfahrung. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen Bildern, die wir hier in diesem Objekt schießen konnten. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter, wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, das jetzt an dieser Stelle noch nachzuholen. Bis dahin, macht's gut und ciao.